Hallo Freunde, hier ist Grimworld, Folge 1 aus unserem neuen Studio. Yeah. Für euch da, Jax Warner an meiner Seite, Richie Wilkinson und Kenneth Maxwell. Ja, da sitzen wir für euch und babbeln mal wieder Dünnes. Und jetzt in einem anständigen Format, mit anständigem Hintergrund, in einem anständigen Studio. Prost! Cheers, Motherfuckers. Da könnten großartige Dinge passieren hier, oder auch nicht. Mal gucken. Ja, was wollen wir euch denn erzählen? Wir wollen euch immer mal erzählen, hier, was bei uns so abgeht. Wir wollen euch Gäste präsentieren, die vielleicht ein bisschen interessant sind für euch. Wir wollen euch Dünnsches erzählen. Wir wollen Sachen ausprobieren. Wir wollen, ihr könnt auch sagen, was wir machen sollen, außer ausziehen. Das wird nichts. Irgendwas findet sich schon, was man macht. Gell? Auf jeden Fall, wir sind da für euch und wir wollen euch entertainen, weil we love to. Falscher Sender. Nee. Naja, was kann man denn erzählen? Was haben wir denn gemacht am Wochenende, Leute? Wir waren nämlich schon wieder unterwegs, nämlich? Auf der RAS Apokalypse Crew Party bei den Jungs und Mädels vom Rock am Stück. Apokalypse, verstanden? Welchen hier? Autokino war das. Haben sie nämlich gemacht, ne? Party, weil konnten kein normales Festival stattfinden lassen, ist klar. Und im Autokino haben sie mehrere Shows dieses Jahr abgezogen. Unter anderem waren da zu Gast Herpolz, Unantastbar, Nitro Gods und viele andere. Und geile Bands. Und Zeug. Und es muss immer mega cool gewesen sein. Und anstatt halt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, Scheiße, wir können kein Festival machen, haben sie eben das durchgezogen. Und das war eine prima Geschichte. Und als Dankeschön für die ganzen mithelfenden Crew-Leute wurde jetzt quasi am Wochenende nochmal eine Party geschmissen. Wir haben aufgespielt, haben ein bisschen Spaß mit den Jungs gemacht und mit den Mädels natürlich. Es war feucht, es war matschig, es war festivalmäßig. Alles, was man so braucht. Jo. War schon eine Bombennummer. Was haben sie gemacht? Während des Gigs standen auf einmal auch schon als Dankeschön an uns, dass wir den Spaß mitmachen, 3 Flaschen Checky direkt auf der Bühne. Die haben wir uns jetzt hier hinten schon mal, wie ihr seht, wenn ihr es seht, sind die leer. Wie das dazu kam, dass die jetzt schon leer sind, quasi 2 Tage nach der Angst, also im Prinzip ja schon an demselben Abend, das seht ihr später noch, da kommen wir nochmal dazu. Ja. Gut, das war im Prinzip, was wir so am Wochenende getrieben haben, war echt eine geile Nummer. Aber in der Gegend waren wir letztens schon mal, noch gar nicht so lange her, und zwar in Homberg-Efze. Da haben sie auch im Stadtpark, nennen sie es, aber eigentlich ist es ein stillgelegter Friedhof. Alter Friedhof. Haben sie, wie ist es? Parkkonzept. Parkbankkonzert. Park-Punk mit Punk. Konzerte veranstaltet. Und da durften wir einspringen für eine Band, die da kurzfristig, wahrscheinlich wegen Corona, ausgefallen ist. Dafür wollen wir uns mal ganz kurz hier bei den Glory Hole Jungs, Glory and Fame Jungs, Glory and Fame Jungs bedanken. Glory Hole Music, war schon richtig. Achso, ja, Cooper, okay, lässt Bescheid. Danke, dass du an uns gedacht hast, danke, dass wir dabei sein durften. Danke auch an Verena Wimmel vom Stadtmarketing, dass er uns ungeprüft genommen hat. Ich weiß nicht, ob sie wusste, was auf sie zukommt, aber irgendwie fand sie es wahrscheinlich ganz cool. Danke. Jo, dann müssen wir uns aber auch, es war ja sehr kurzfristig das Ding, bei unserer gesamten Crew bedanken, weil ohne die hätten wir überhaupt keine Ausrüstung, keine PA, nichts gehabt. Die haben Himmel und Hölle in die Bewegung gesetzt, wie man so schön sagt, und haben in 2 Tagen ja alles organisiert und hingestellt für uns. Danke, Leute. Ganz stark, Leute. Mega fett. Die beste Crew auf der ganzen Welt. Die beste Crew. Sogar mit Feuer und Zip und Zap. Könnt ihr euch dann hier gleich nochmal angucken? Danke auch an Yvonne Rode, die fotografiert hat für uns. Und zwar danke, dass du dich nicht selbst eingeäschert hast, währenddessen du die ganze Zeit hier, das war aber knapp, muss ich zugeben, mit den Flammenwerfern getanzt hast, sag ich mal. Die mit den Flammen tanzt, ne? Neuer Film. Nein.
Alles klar, also das war auf alle Fälle eine amtliche Nummer. Auch war schön, würde ich mal sagen. War auch ein schöner Überfall. So, was gibt es noch zu erzählen? Ich würde mal sagen, neue Rubrik, Neues aus der Welt des Rock'n'Roll. Motherfucker! Ja, was ich gelesen habe und was ich gar nicht fassen kann eigentlich, aber Black Sabbath feiert 50-jähriges Jubiläum. 50 Jahre? Also des Debütalbums, ja. Alte Knacker, meine Fresse. 50 Jahre alt. Na, auf jeden Fall, weißt du, was Phase ist? Doc Martens, der hier, der Schuhhersteller, geht jetzt eine Kollaboration mit denen ein und bringt eine neue Kollektion an Boots raus. Mit halt hier Artwork hier vom ersten Album und Zeug und dann mehrere, also Stiefel, Stiefeletten, Bandoletten, Sandalen, Flipflops, keine Ahnung, irgend sowas. Stützstrümpfe. Das wäre genau richtig eigentlich. Verstehe jetzt auch nicht, warum Stützstrümpfe wären es doch richtig für die alten Herren. Oder eben Rollator mit ein bisschen Flammen an der Seite, Bierdosenhalter, Zip und Zap, Winkelrinne, bräuchte ich für ein Festival dann, wenn ich alt bin. Jetzt nochmal zurück zum Wochenende. Und wir waren ja bei den Jungs und Mädels vom Rock am Stück und wollten dann aber auch mal wissen, wie für die jetzt so die Zeit unter Corona war, wie die das so erlebt haben, was da so dranhängt bei denen. Und da haben wir uns mal den Michael Döring genannt, Herman the German und Thilo, haben wir uns einfach mal geschnappt, mit uns in den Bauwagen gezerrt. Und ein kleines Interview mit den Jungs geführt. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Clip ab. So. Hallo. Tschüss. Hey. Hey. Oh. Bis morgen. Das war ein schöner auf Abend euch. Schon. Bis auf jetzt. Euch. Ein herrlicher großartig. Abend. Und jetzt fangen Richard zu saufen, Jungs. Auf uns müssen wir hier gar nicht machen, weil wir sind ja wegen euch hier. Oh. So, dann war 2020. Uns hat jeden kalt erwischt, natürlich auch euch. Wie war das für euch jetzt, Corona? Kacke. Das war schon richtige Kacke dieses Jahr, auf jeden Fall. Aber ich denke, mit der Autokino-Geschichte, mit der Konzertreihe, die wir dort in Homberg gestartet haben, und mit diesen recht kleinen, aber sehr feinen Events dann, noch mit dem Joachim unten am Kino, dann die Donnerstagabende, 7 Stück an der Zahl. Ich glaube, damit konnten wir wenigstens ein bisschen Live-Musik und Atmosphäre nochmal an die Leute ranbringen, einfach dieses Jahr. Absolut, ja, schön. Ja, es also, gab wenigstens Live-Musik für die Leute. Es war einfach ein scheiß Jahr und du musst dann irgendwie gucken. Genau. Ja. Stecken wir Kopf in den Sand oder rocken wir? Ja, rocken. Genau. Und wir haben uns für rocken entschieden. Richtig. Scheiß drauf, es hat Geld gekostet, aber. Also ich meine, wie kam das bei euch an erstmal? Ich meine, ihr seid da, ich kann mich nur so ein bisschen reindenken, ihr seid da voll in der Planung für das Rock am Stück. Das ist ja, geht ja schon Jahre im Vorfeld. Quasi mindestens ein Jahr lang plant man das ja und dann kommt diese komische Krankheit und dann, ich meine, bevor das erstmal feststeht, dann sitzt du da und dann fängst du schon das Grübeln an, denkst, erwischt uns auch. Ja. Eben. Ich meine, als es kam im Februar, da ist das Ganze ja eigentlich so wirklich erst richtig hochgekocht hier. Ne? Und da waren wir noch natürlich mittendrin in der heißen Phase für die Winternight natürlich, das muss man bedenken. Hatten dann natürlich erstmal primär dann geguckt, okay, da kommt jetzt was, da könnte was behördentechnisch passieren. Wie wirkt sich das erstmal auf die Winternight aus? Ja. Ne, das war so primär eigentlich der Gedanke zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir die Winternight aber sehr erfolgreich durchgezogen, also ohne größere Probleme und eigentlich ziemlich unmittelbar danach. Also das hat nur wenige Tage nach der Winternight hat das dann richtig eingeschlagen mit der Covid-19-Pandemie, dass dann plötzlich hier ne, quasi alle paar Stunden irgendeine neue Regelung kam behördlich, ja, ja, ja. Ne, das gefühlt. Ja. Und bis man dann natürlich dann den Überblick hatte oder eine endgültige Entscheidung, bis zu welchem Grad? Schon, wir werden hier zum Saufen verführt. Nee, desinfizieren. Ja, richtig. Von innen. Ey. Immer von innen. So. Nie ohne. Auf jeden Fall hat dann die Pandemie voll reingehauen. Genau. Ja. Und da konnte aber dann auch relativ schnell tatsächlich die Entscheidung gefällt werden, okay, unter den geltenden Auflagen ist es einfach nicht möglich.
Na, weil dann wurden selbst Familienfeiern immer weiter runtergeschraubt. Ne? 100 Leute, 50 Leute, 10 Leute etc. Und dann wusste man ganz schnell, mehrere tausend ist leider utopisch, ja, da auf einen Platz zu bekommen. Ja. Schwuler Moment, Alter! Ja, Leute, ihr kriegt ja was von mir. Charm, die ist noch jung. Ich hab Glück gehabt, jetzt erstmal richtig an zu trinken. Genau. So, okay, alles klar, ja, dann geht's los. Los, stopp, fertig. Auf die Plätze, fertig. Fertig. So, dann habt ihr euch entschieden, okay, oder was ist entschieden? Programmstück kann dieses Jahr nicht funktionieren. Habt ihr euch eine Waffe gemacht, wir müssen aber was machen. Ich meine, kennen wir ja, gell? Irgendwas muss man machen. Und dann kam Autokino. Genau. Da kann der Hörm, glaube ich, mehr zu sagen. Wie das zustande kam, zumindest. Ja. Apokalypse. Apokalypse Hamburg. Apokalypse Hamburg. Hamburg. Hamburg war es auch, aber. Ist gerade gekommen. Ja, war die Möglichkeit, was zu machen. Hat so ein bisschen Rock zu bieten. Und in dieser Kackwelt. Habt ihr das alles selber auf die Beine gestellt oder habt ihr euch da irgendwo mit eingeklinkt? Mit Partnern. Die Location an sich, also das Autokino itself, sage ich mal, wurde natürlich betrieben von dem Joachim vom Cine Royale hier in Fritzlar. Das heißt, wir waren da schon mal, zumindest aus der Bütt, was dann die Location und die Rahmenbedingungen anging. Ja. Wir waren letztlich dann wirklich nur noch der Vermittler, der die Kunst dann vor Ort gebracht hat. Ne, für diese Konzertreihe. Ist ja auch noch vieles anderes da gewesen. Also Open-Air-Kirmes wurde dort veranstaltet und gestört, aber geil waren, glaube ich, ja, auch da. Ne? Schlager. Also es war wirklich viel los dort. Okay, also ne? Ihr habt da quasi, ich sage jetzt mal, die Bühne mit benutzt. Genau. Habt da mit euer Zeug gemacht. Wie war das mit den Bands? Haben die da alle umsonst gespielt? Haben die da einen Obolus gekriegt? Wie ist das gelaufen? Nur mal so grob. Das waren alles dort jetzt. Ja. Die Bands waren halt alle bereit. Ja. Ja. Die haben das auch verstanden, dass das einfach nicht anders zu handeln geht. Da waren ja auch Größen da. Kerbholz und das waren die größten, die da waren. Ja, super. Ich war ja selbst auch dort. Ich kenne ja das Gelände auch. Das ist ja echt riesig. Da passen kleine Autos drauf, glaube ich. Und das war aber auch geil, dass da Bands wie Kerbholz und das war da das mitmachen. Ja. Und einfach ein riesen Erlebnis liefern, ohne halt eben erstmal so, wir wollen das mal hier. Das haben. Das war halt auf der einen Seite auch das Wichtige, finde erstmal Bands, die sich auf das Format halt überhaupt zu dieser Zeit jetzt einlassen. Ja. Also das war schon mit viel Fingerspitzengefühl bei dem einen oder anderen mal rantasten, der dann doch kalte Füße bekommen hat und hat gesagt, nee, ist mir doch zu heikel. Und da waren wir wirklich um jede Band dann auch dankbar, ein Stück weit natürlich, die da gesagt hatten, nee, wir haben da richtig Bock drauf, wir wollen das machen, wir probieren das mit euch. Das ne? Und andererseits Bands, ja, aber du hast natürlich auch Dienstleister. Ich meine, die Bühne war zwar gestellt, aber die Technik musste dann ja auch irgendwie dann dahin kommen natürlich. Ne? Und dazu sei vorab schon mal eins gesagt, eine Bühne ohne Lautsprecher sieht echt scheiße aus. Ja? Also war ja dann so im Prinzip, ne, dass auf der Bühne oder von der Bühne keine Musik drang, sondern die Leute haben das nur in ihrem Autoradio gehört. Genau, richtig. Ja. Aber das Schöne war ja auch bei uns in der Location, dadurch, dass das ja primär eigentlich ein Kinobetrieb war, hat der Joachim, natürlich der Betreiber vom Kino, hatte oben dann halt schon so Getränke, Essen angeboten und das konntest du per App abrufen und die haben dir das sogar zum Auto gebracht. Ah, cool. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr geil. Also, absolut. So, das habt ihr durchgezogen. Wie viele Konzerte gab es da ungefähr? In Homberg waren es 5. 5, genau. Hm? Genau, und danach haben wir in Fritzlar nochmal 7 gemacht. Im kleinen. Ne? Ganz kleinen Rahmen. Ja. Und das war, also ich denke, ihr habt das gut gerockt dieses Jahr auf jeden Fall. Und Fakt, nächstes Jahr drücken wir alle schön die Daumen, dass das nächstes Jahr wieder so läuft, wie man sich das vorstellt. Ja. Wie ist denn da jetzt der Plan? Nimmt er jetzt quasi das Billing, das Set, was er dieses Jahr hatte, transportiert er rüber oder plant ihr anders? Ja, das ist auch schon so öffentlich kommuniziert. Das Billing komplett rüber. Wandert fast komplett rüber. Kerbholz waren leider terminlich dann unabdingbar. Die konnten das leider nicht mitziehen. Okay. Dafür nehmen wir Was sehr schade ist. Greenwood nehmen wir.
Hey, nein, das ist ein Samstagsfett, da nächste Sache. Und ihr habt's gehört. Ja, anstelle von Kerbholz. Hey, anstelle von Kerbholz. Das schneiden wir nicht raus. Nee, anstelle von Kerbholz haben wir ja tatsächlich dann auch geil Rose Tattoo bekommen. Und Rose Tattoo. Sehr gut. Ja, Gary. Ja, sehr gut. Da ist er wieder. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, ob es alle Bands geschafft haben, auch terminlich. Nee, also wie gesagt, Kerbholz leider nicht. Aber Rose Tattoo, auch ein würdiger Ersatz dafür. Aber Kerbholz kommen auf jeden Fall wieder. Das definitiv. Kerbholz sind Freunde und die werden immer bei uns aufschlagen. Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt in allerbester Vans World Manier würde ich sagen, machen wir noch einmal Rock am Stück. Oh ja. Erst nochmal Schnaps, Cola. Prost. Oh, ich hab nichts. Oh, was? Er war doch gerade am Schnaps machen. Was machst du? Ich hab doch gerade Schnaps gemacht. Ja, der hat auch schon wieder leer. Prost. Willst du Kohle? Tschüss. Nee, passt schon. Der Mann hat Polenschnaps, das ist okay. Prost. Du. Cheers, Motherfuckers. Und jetzt schön in die Kamera, alle miteinander. Rock am Stück! Rock am Stück! Body Time! Excellent! Tschüss. So, da sind wir wieder. Ja, war ein bisschen interessant für euch und es war auch ein bisschen verständlich, was da erzählt wurde. Ansonsten, also wir hatten eine tolle Zeit. Das ganze Interview ging natürlich noch viel länger als das, was ihr hier gesehen habt. Und das mit den Zungenlockern hat sich dann auch eher in Zungenlähmung dann irgendwann gewandelt. Und das kannst du jetzt auch keinem mehr zeigen. Naja, mal gucken. Wir hatten Spaß. Es war sehr lustig. Danke, Herman, und danke Dilo, dass ihr den Spaß auch so mitgemacht habt. Und nochmal Grüße an die ganze RAS-Crew. War geil mit euch wieder mal. Wie immer. Ja, sehr viel Spaß bei euch. Ansonsten soll es das schon wieder gewesen sein für heute. Ihr habt schon gemerkt, wenn wir Videos rausbringen, dann ist das immer ein bisschen unregelmäßig. Damit ihr nichts verpasst, gerne abonnieren und die Glocke drücken. Wer es geil fand, unten drunter findet ihr auch noch einen PayPal-Link, um uns ein bisschen zu unterstützen, dass das Studio hier vielleicht ein bisschen geiler wird in Zukunft noch. Ist ja noch ein bisschen kahl hier. Die Papierdampfbeete hier noch ein bisschen behängen. Ja, ansonsten, naja. Ansonsten, trinken wir jetzt das Bier noch leer. Und ihr, weiß ich nicht, was ihr macht. Ich weiß ja nicht, wie viel Uhr es ist, als wenn ihr euch das hier anguckt. Ihr geht jetzt gerade in die Schule, sitzt gerade in der Schule, schreibt gerade einen Test. Seid auf der Arbeit, beim Kacken, ich weiß es nicht. Viel Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Maxel.